Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zur Dance Against Cancer Frühlingsgala 2019. Bitte begrüßen Sie den Moderator der heutigen Ballnacht. Please welcome your host, Alfons Haider. Good evening, guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und noch einmal einen Riesenapplaus bitte an Yvonne Ruef und Michael Schmalzbauer. Sie werden es sehen, meine Damen und Herren, heute wird vieles anders sein. Heute gibt es viele Erneuerungen für diesen wunderbaren Ball. Es ist der 13. Ball. Wir treffen uns hier zum 13. Mal. Ich persönlich freue mich ganz besonders, weil es mein 10-jähriges Jubiläum ist. Seit 10 Jahren darf ich den Ball moderieren. Das ist ein Zeichen des Vertrauens des Veranstalters und ein Zeichen des Publikums auch, dass es nicht fliehen konnte davor. Aber ich bin wahnsinnig froh, hier sein zu dürfen. Es geht um etwas, Frauen zu helfen, die aus einem ganz bestimmten Grund nicht in der Lage sind, sich helfen zu können. Und man soll nicht über Zahlen reden in diesen 13 Jahren, meine Damen und Herren. Das ist ein bisschen zu früh. Nein. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleines Dankeschön für deine 10-jährige Treue. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, Alfons. Danke, danke. Dankeschön. Ein Mephisto-Keramikring aus meiner Locke, da kann ich etwas hineingeben. Ja, natürlich, man kann es gravieren lassen, eine Perle für dich, weil du eine Perle bist. Meisterslieb, danke schön. Danke. Na, der Applaus war jetzt Mitleid, was ist los? Meine Damen und Herren, aber die nächste Zahl, man soll nicht stolz sein oder angeben wollen. In dieser Zeit hat Yvonne Ruef und ihr Team 800.000 Euro zusammengebracht für die AIDS-Hilfe, für die Krebshilfe in Wien. Sie sehen, wenn der Moderator verwirrt ist, Rathaus heißt AIDS-Hilfe, Krebshilfe heißt Hofburg, jetzt weiß es endlich. Heuer geht es um etwas ganz, ganz Wichtiges. Es geht uns heuer um die psychologische Unterstützung von Patientinnen zu Hause. Sehr, sehr viele Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, haben nach einer Zeit nicht mehr die Kraft oder den Willen, ins Spital oder zu den Ärzten zu kommen. Deshalb ist es immer wichtiger, dass die Beratungs- und die Behandlungsteams zu ihnen nach Hause kommen, um sie nicht nur medizinisch aufzurichten, sondern auch psychisch wieder zu stärken. Das heißt, der gesamte Erlös dieses heutigen Balls geht in diese Aktion. Jede Eintrittskarte, meine Damen und Herren, jedes Tombola-Los um 15 Euro, ich werde es nur dreimal sagen, 15 Euro, 5 Farben gibt es und es gibt sensationelle Preise, 8 davon. Die ersten 8 Hauptpreise werden wir hier auf der Bühne ziehen. Und der Reinerlös geht auch natürlich an die Organisation der Wiener Krebshilfe. Und es gibt jede Menge Tanz. Auch da gibt es Veränderungen. Die beiden Herrschaften, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe, wie die Yvonne Ruef mir gesagt hat, dass sie beginnen wird, lese ich dann einen Tag später, dass sie aus der Pension zurückgekommen ist. Ist das nicht die fescheste Pensionistin Österreichs? Meine Damen und Herren, Yvonne Ruef! Die fescheste Pensionistin Österreichs. Gnädige Frau, jetzt muss ich schon sagen, mit 42 Jahren aus der Pension zurückgekommen, ist schon ein bisschen frivol, ne? Ja, weil ich bin 43. Nein, das ist, weil ich ja die Karten nicht lese, weil ich so kurzsichtig schon bin. Und du schaust bei weitem nicht aus wie 43. Ja, tolles Licht, wir haben den ganzen Tag dran gearbeitet. Das stimmt, ja, also hättet ihr 42 auf jeden Fall geglaubt. Wie lange habt ihr denn für diesen Tanz studiert? Also wir haben im Sommer begonnen. Und es ist natürlich so, wir kommen von 2 verschiedenen Tanzsparten. Wir mussten mal zusammenfinden, was wir miteinander tanzen wollen und können. Und wer hat sie durchgesetzt, du oder er? Also beim Tanzen ist das Einzige, wo der Mann sich bei mir durchsetzt. Das Einzige. Da kenne ich andere Herren, die anderes behaupten. Aber bist du eine Strenge? Ja, ich bin generell eine Strenge, aber weil ich auch Leistung erwarte und selber Leistung bringe. Und deswegen bin ich, ja, ich bin streng, sehr streng.
Noch einmal zu den 800.000 Euro, das sind über 10 Millionen Schilling. Ich bin ja noch aus einem Alter, wo man in Schilling, die Jungen unter Ihnen werden immer wissen, was Schilling war, die Währung haben wir hier in Österreich, wenn Sie es nicht mehr wissen. Das ist schon eine Zahl, auf die man nicht stolz, aber doch zurückblicken kann, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich sehe die Zahlen teilweise und denke mir, unglaublich. Aber was mir noch wichtiger ist, und die Gabi Sombichler ist heute auch hier von der Österreichischen Krebshilfe Wien und auch die Doris Kiefhaber von der Österreichischen Krebshilfe, was die leisten, das ganze Jahr über, da muss eigentlich jeder einen Beitrag bringen. Und ich bin froh, wenn was rausschaut. Aber ich gehe auch mit der Spendenbox für 300 Euro raus. Also wer mich einladen will, ich komme auch für kleine Beträge, weil nur so kriegst du große. Das ist ein gefährlicher Satz. Ich komme auch für kleine Beträge. Ich komme auch für kleine Beträge zu Ihnen nach Hause. Ja? Man muss ja aufpassen, was man in der Öffentlichkeit sagt, sonst steht man gleich blöd da. Du wirst heute sehr oft noch das Outfit wechseln. Ja, ich habe jetzt eigentlich schon mein drittes Outfit an. Wie viel haben wir noch? Was ist mit der Hose? Oh, ist das lieb. Ich habe eine eigene Hosenberaterin. Dankeschön. Sehr lieb. Sitzt mir zu Füßen und sagt, die Hosen ist im Schurch. Also das passiert mir nicht mehr beim ORF, gnädige Frau. Dankeschön. Das ist wirklich. Applaus für die Hosenbeauftragte. Danke. Danke. Wie viele Outfits haben wir noch? Generell werde ich nur noch einmal mich umziehen. Das reicht dann. Ich muss dazu sagen, wir sind seit 10 Uhr mit dem Dance Against Cancer Team unterwegs und duschen die ganze Zeit französisch. Das ist ein Deo. Weil wir natürlich vom Arbeiten nicht mehr heimgekommen sind und deswegen wechsle ich öfter das Outfit. Und dieses Deo, dieses französische bei dir heißt sensitiv oder wie heißt das? Experimentiell? Hoffentlich hilft es, heißt es. Okay, Yvonne Ruf, Dankeschön. Jetzt darf ich Ihnen schon die nächste Tanzerin. I'm really upset and I'm really sorry, ladies and gentlemen. A lot of you are not able to speak German. It's not easy for us to translate everything. You just found out probably that about 900,000 bucks went into the Cancer Society of Vienna here in the last couple of years. And tonight is a very special night. It's the 13th edition of Dance Against Cancer. And we have a fantastic world star, a Hollywood star from Australia. And it is always the same. People who are in a, how shall I put it, in a home where life is life and humanity is humanity, are fantastic human beings. You're going to see her pretty soon. Unseren Stargast heute Abend werden Sie ganz rasch kennenlernen, meine Damen und Herren. Sie ist eine wahre Ausnahme eines Hollywood-Stars. Sie lebt in Australien mit ihrem 9-jährigen Sohn, den sie mitgenommen hat, der auch sehr cool ist. Und ich habe ihn vorhin gefragt, er versteht es jetzt nicht, aber ich habe gesagt, wie ist es eigentlich, wenn die Mama tanzt? Sie wird vielleicht tanzen heute Abend. Ist das cool oder nicht cool? Wurde mir eigentlich nur angeschaut, das war Antwort genug. Ist heute ein 9-jähriger Bub, aber der Madigan wird es schon hinbringen.